Hey Leute, bevor es losgeht, ganz kurze Info. Und zwar ist so dieses Review, das Material ungefähr schon ein Jahr alt. Und der Ronin M gilt ja mittlerweile absolut, also überhaupt nicht mehr als neues Produkt. Deswegen ist es, glaube ich, Quatsch, das Review extrem lang auszudehnen, weshalb ich das sehr kurz gehalten habe. Kurz und knapp die Fakten und Daten. Und vor allem ist es mehr ein Footage- und Testvideo als ein eigentliches großes Review. Deswegen seht es praktisch als kleinen, ja, so als Ronin-Teaser an. Und nicht als ausführliches Review, wo wir uns wirklich jede Ecke angucken, genau die App und so weiter. Ich möchte auch betonen, dass ich mich in diesem Jahr auch ganz schön verändert habe, deswegen das Video vielleicht etwas komisch wirken mag. Trotzdem viel Spaß dabei und ja, los geht's. Als wir das Gebäude und seine Geschichte im Internet fanden, sollte es eigentlich eine Mutprobe werden. Niemand hatte die Warnungen des Besitzers ernst genommen, nicht dorthin zu gehen. Uns trieben Nervenkitzel, Leichtsinn und Gruppenzwang. Nur einer von uns ahnte, dass an den alten Geschichten was dran sein könnte. 1923 wurde das Gebäude errichtet. Es diente als Schule, Lazarett, Gefängnis. Es ist fast 100 Jahre alt und hat fast genauso viele Menschen auf dem Gewissen. Schüler, Soldaten, Insassen, etliche verschwanden hier. Zuletzt der Investor, einige Anwohner aus der Gegend und eine Gruppe Jugendlicher. Nichts im oder um das Gebäude herum deutet laut Polizei auf ein Verbrechen hin. Nur dieses Geräusch, das ich nie wieder vergessen werde. Als wartete jemand, als wartete etwas unter der Erde. Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr es schon gesehen in meinem Unboxing-Video. Ich habe ein neues Spielzeug gekauft. Heute geht es in diesem Review um den DJI Ronin M. Bevor wir mit dem eigentlichen Review anfangen, sollten wir klären, was der Ronin überhaupt ist. Wir alle gehen gerne ins Kino und halten die flüssigen und wackelfreien Kamerafahrten mittlerweile unbewusst für selbstverständlich, aber wissen gar nicht, dass hinter den Schirmbildern mehr steckt als eine Kamera. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Kamerabild zu stabilisieren. Slider, Dollys, Kräne, Flycams, Steadycams und eben Gimbals, zu denen der DJI Ronin gehört. Gimbals sind 2- bis 4-achsig motorisiert und haben den Vorteil, viele andere Stabilisierungsarten, ich sage mal, zu imitieren. Ich kann den Gimbal als Remote-Head im Kran verwenden, ich kann mit dem Ronin Sliderfahrten nachahmen und da der Ronin wie gesagt Motoren verbaut hat, läuft er auch deutlich smoother als zum Beispiel eine Flycam. Aufgrund der automatischen Stabilisierung durch Sensoren, Motoren und dem Signalprozessor, der den Gimbal steuert, kann man das Gerät theoretisch jedem Vollidioten in die Hand drücken und selbst der sollte noch ein stabiles Bild einfangen. Ich würde das Gerät natürlich trotzdem nicht jeden Deppen in die Hand drücken. Doch warum kaufe ich mir einen 1300 Euro teuren Gimbal, wenn ich doch für 700 Euro schon eine sehr gute Flycam bekommen könnte? Ganz einfach, der Ronin bietet mir einfach viel mehr Möglichkeiten als eine Fly- oder Steadycam. Mit dem Ronin habe ich die Möglichkeit, die Kamera während der Aufnahme dem nächsten Kameramann zu übergeben, ohne dass es dem Zuschauer auffällt. Mit einer Flycam oder ähnliches ist das nicht so einfach möglich. Wenn man zum Beispiel eine Action-Szene hat oder den Ronin als Remote-Head in einem Kran verwendet, muss man die drei Achsen ja irgendwie fernsteuern können. Das geht super einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung. Manchen sollte vielleicht in einigen Shots aufgefallen sein, dass die Kamera eher unten im Ronin sitzt. Was mache ich also, wenn ich die Kamera mal oben brauche? Zum Beispiel, wenn ich aus dem Auto filmen will. Ganz einfach. Umgedreht die Kiste und fertig. Natürlich sollte man im Post darauf achten, das Bild dann noch zu drehen. Das einzig Nervige, was einem nicht erspart bleibt, ist das Ausbalancieren der Kamera. Denn obwohl der Ronin Motoren hat, muss die Kamera nahezu perfekt im Schwerpunkt liegen. Denn die Motoren sind lediglich zum Ausbalancieren der Kamera da und nicht zum Tragen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen zum DJI Ronin M. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch diese Art von Review gefallen hat und ob ich das öfter machen soll oder ob das eher was für Felix, Bauer und Kilian ist. Auf jeden Fall, vielen Dank, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.